beim Verbraucherschutz, beim Schwarzmarkt. Das sind alles die negativen Auswirkungen dieser Kriminalisierung. Auch beim Führerschein. Die positiven kenne ich nicht. Die wurden mir noch nie erzählt. Deshalb wollen wir das endlich auch mal wissenschaftlich untersuchen, damit wir diese ganzen Fake News, diese Fake News von den Verbots- und Prohibitionist-Fetischisten endlich widerlegen und dahin kommen, dass wir um die Wahrheit und um die richtigen Tatsachen reden, damit die Legalisierung auch wirklich kommt. Und bei dem ganzen Negativen ist das Absurdeste noch, dass Diskriminalisierung und die Verfolgung doch komplett gescheitert ist. Mach doch mal die Augen auf, möchte ich gerne vielen in der CDU oder in der SPD auch mal zurufen. Macht sie auf, es ist Realität, dass die Leute kiffen. Es ist Realität, was hier passiert. Und da könnt ihr noch so viele Polizisten rumschicken und noch so viele Polizisten verarschen. Das bringt überhaupt nichts, das führt nicht zu weniger Konsum. Das sehen wir weltweit überhaupt nicht. Mir tun die Polizisten langsam leid, weil sie müssen sich doch komplett verarscht vorkommen. Sie laufen da rum, nehmen was fest und am Ende, 2 Minuten später, geht es genauso weiter. Henkel hat hier in Berlin durch den Görli immer wieder Hunderte von Polizisten durchgeschickt. Das End vom Lied war, dass vielleicht mal 5 Minuten nicht verkauft wurde. Danach waren alle wieder da. Dieses Verbot der Verfolgung hat keinen Sinn. Aber es schadet. Es schadet uns allen und es schadet dieser Gesellschaft. Deshalb muss es weg. Lasst uns weiter laut die Stimme erheben. Ich habe keine Lust, nochmal 22 Jahre hier zu stehen. Danke, dass wir das 22 Jahre gemacht haben. Also nicht falsch verstehen. Aber es muss auch endlich ein Ende haben. Ich will endlich die Legalisierung feiern. Denn bei all den anderen Auswirkungen, auch wenn die Kriminalisierung nicht funktioniert, unterm Strich ist das mir auch wurscht. Ich finde, die haben gar kein Recht, mir das zu verbieten. Also, gebt das Hand frei. Danke. Ja, danke Werner für diese klaren Worte.